Und dann mal Lucky Lucky machen hier und Lucky Lucky machen da. Das ist jetzt oben im Bild, ne? Gut. Mal sehen, ob ich das treffe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier der Pfeil und Bogen hier eine ballistische Kurve fliegt oder ob der einfach nur geradeaus fliegt. Er fliegt einfach nur geradeaus, okay. So. Nummer uno. Nummer dos. Y numero tres. You are doomed. So. Dann sagen wir doch mal hier den Geistchen hier hallo. Hallo? Okay, dann nicht. Dann nicht hallo. Dann halt tschüss. Wenn du es unbedingt so willst. Wie heißt die denn, Navi? Du willst es mir doch bestimmt sagen. Hetty, eine der Lichtschwestern. Hetty hätt's nicht so, oder was? Los, komm. Das Ganze jetzt hier noch so auf, bis sie halt aufgibt und so. Natürlich hat sie dieselben Fähigkeiten wie ihre Schwester. Nein! Sie dreht ihre Fackel wild im Kreis. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich dagegen angehen soll. Los, komm. Ja, tolle Fackel. So, hier noch zwei Schuss oder sowas, ne? Oder drei, ich weiß es nicht. Ich habe nicht mitgezählt vorhin. Also insgesamt vier bei dem. Yay, und natürlich kriegen wir noch eine Truhe. Das ist doch gut. Eine kleine Truhe, da könnte auch ein kleiner Schlüssel drin sein, wenn ich mich nicht irre. Und es ist ein kleiner Schlüssel drin, das heißt, wir können auf der anderen Seite endlich weiter. Yay. Gut. Dann machen wir das doch mal. Ne, soll ja auch nicht langweilig werden hier. So, haben wir zwei von vier jetzt abgegrast. Werden wir die anderen zwei auch noch finden? Bestimmt. Wir haben jetzt Pfeil und Bogen. Jetzt geht's hier richtig rund, du. Richtig, richtig rund. So. Haben wir hier durch. Übrigens wird die Musik hier im Waldtempel echt ätzend. Listen, hey! Achte auf die schattenden Kreaturen, die an der Decke hängen! Nein, hier schon wieder. Ist ja wow. Ist ja voll wow, ey. Da kommt so ein Schatten. So, das war's mit dem Schatten. Hat jede Menge Geld getroppt, was ich sowieso nicht gebrauchen kann, weil mein Portemonnaie ist voll. Ich brauche ein größeres Portemonnaie, verdammt nochmal. So, die Frage ist halt jetzt, was haben wir denn jetzt hier Feines, außer halt jetzt, dass wir darüber gehen können? Ich glaube irgendwie nicht so viel. Nee, da ist auch nichts, was ich gebrauchen kann. Ach Mensch. Welche mit einer Dämonenflamme, das ist ja nett. So, Nummer 2. Ach, jetzt brauchen wir hier schon Schlüssel. Willst du mich denn ärgern, oder was? Sag nicht, wir müssen jetzt den ganzen Weg hier nochmal zurückgehen, nur weil ich keinen Schlüssel habe. Soll ich denn jetzt den Schlüssel herkriegen? Boah, nee, ey. Hier ist nichts, da ist nichts, hier ist überall nichts. Können wir auch schon wieder hochgehen. Gehen wir mal zurück, weil in der Haupthalle haben wir ja auf jeden Fall mindestens eine Tür, die wir öffnen können mit Pfeil und Bogen. Die andere können wir dann nur öffnen. Auch mit Pfeil und Bogen, aber die bringt uns halt nicht wirklich weiter, weil es eigentlich nur auf der gegenüberliegenden Seite von da, wo wir halt auf dem normalen Weg durch können. Ich weiß nur nicht, ob da oben jetzt noch irgendwas war, was ich gebrauchen kann. Aber wahrscheinlich versteht ihr eh nicht, was ich meine, aber naja.
Ich rede auch manchmal gerne mit mir selbst, deswegen bin ich Let's Player. Anscheinend. Und naja, das ist halt bei uns so üblich, bei den ganzen Let's Playern. Wir reden öfter mal mit uns selbst. Das ist vollkommen normal. Manche halten uns für verrückt. Wahrscheinlich sind wir es auch. Aber mir ist das egal. Ne? Gut. So, dann mal hier rüber. Elegant rübergesprungen hier, will ich mal anmerken, ne? So, da hatten wir jetzt hier auf der anderen Seite der Tür auch noch oben so ein Symbol hier, wo man mit vollem Bogen rüberschießen kann. Muss ich mal gucken, wofür das jetzt war. Machen wir hier, genau. Kannst mich mal gerne haben. Ach ja, und hier hatten wir doch auch noch hier so ein paar Augensymbole, die ich mal untersuchen musste oder wollte oder ich weiß nicht was. Hier diese Augen da in dieser Raute da, was da über der Tür hängt hier. So was meine ich. Wir schauen mal. Aha. Was hat das jetzt genau bewirkt? Außer halt, dass der Gang gerade ist. Dass hier irgendwas gedreht. Doch, das müsste ja was gedreht haben. Hier hat mir doch auch noch eine Truhe da an der Seite. Genau, jetzt ist die da. Oh mein Gott. Yay, der Masterschlüssel. Jetzt kannst du endlich jeden Raum betreten, in dem der Endgegner lauert. Das ist ja super! Oh shit. Aber eigentlich will ich doch... Will ich das? Ich weiß es nicht. Wir sind doch noch gar nicht so weit. Überhaupt nicht. Wir haben doch noch gar nicht den Fahrschilder aktiviert. Yay! Erstmal Tür auf hier. Dann sind wir hier, wo auch immer hier ist. Ich habe keine Ahnung. Och, nö, eine Pflanze. Okay. Die Pflanze ist kleingehacktes Grünzeug. Hier mit zwei Türen. Ich weiß nicht, wo die mich hinführen werden. Hier waren wir, das weiß ich. Genau, ich hatte noch überlegt, wie ich jetzt hier hochkomme. Bin ich hier oben? Jetzt ist halt die Frage, gehen wir durch die linke, gehen wir durch die rechte Tür, wir gehen erstmal durch diese Tür. Ach nö. Ach, die Hand ist jetzt gefangen oder was, weil sie jetzt nicht von der Decke auf uns herunterfallen kann. Ist natürlich arschig von uns. Traut mal ein paar... Wow. Teilt sie sich einfach auf. Aber die waren mir früher überhaupt nicht geheuer. Ich wollte von denen nicht angefasst werden. Man, wer will schon so ein eiskaltes Händchen, ne? Dass dir einfach mal nachts unter die Bettdecke rutscht. Ja, ein kleiner Schlüssel. Mit diesem kleinen Schlüssel kommen wir da auf der einen Seite weiter. Hey, hey, hey. Aber dann bin ich immer noch nicht durch die andere Tür gegangen. Na gut, gucken wir mal. Das wird schon irgendwie. Geh jetzt mal durch die Tür. Ah, guck mal, da kommen wir nämlich hier hin. Das ist auch ganz gut, weil hier haben wir nämlich auch nochmal so ein Augensymbol, was ich, begutachten wollte, sollte, ich weiß auch nicht. Na? Dann muss ich nur kurz überlegen, wo das jetzt genau war. Nicht hier. Hier glaube ich jetzt auch nicht. Dann war das eine Etage höher. Glaube ich. Dann hier rum, da kommt doch da jetzt irgendwo so ein Geländer.
Damit man da nicht runterfällt oder sowas. Hier. Na, und da oben ist das, was ich suche. Hey! Und da fällt einfach mal eine Truhe herab. Ist natürlich nett. Yay! Ich habe neue Pfeile gekriegt. Wow. Wow. Also wirklich so, wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So wow ist das. Stattdessen sind wir schon wieder fast tot. Egal. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Könnt ihr auch einfach mal abspeichern. Keine Herzen, die hier getroppt werden, ist ja nicht nett. Speichern, ja. Ich weiß noch nicht, inwieweit der Spielstand hier tatsächlich gespeichert wird. Weil ich nicht weiß, ob wir dann zum Beispiel unsere Bogen noch und sowas haben, wenn wir jetzt hier sterben. Ich habe keine Ahnung. So, und hier leuchten jetzt schon zwei von den ganzen Dingern hier. Muss ich gerade mal gucken, wie komme ich denn jetzt da hoch? Gar nicht wahrscheinlich. Heißt das jetzt doch, ich muss auf der anderen Seite lang? Ich dachte, wir hätten jetzt hier oben drüber noch so ein Dingens, dass ich da hochkomme. Aber nein. Aber nein. Hm. Gut, und wenn wir jetzt hier durchgehen, dann können wir eigentlich nur irgendwo draußen mal ein Grünzeug da durch. Aber mal gucken. Erstmal durchgehen und dann meckern. Mecker, 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 mecker. So, warte, warte, warte. Okay, nein. Oh. Ja, ja, ja. Ja. Kannst du mal bitte hier aussteigen, Kollege Link? Du bist so Link, ey. Warte. So, das war Nummer 1. Und das ist Nummer 2. Droppen auch keine Herzen, ne? Nee. Ein Bomber, aber nee, da schwimme ich jetzt nicht hinterher. Nee, also müssen wir jetzt doch mit Hilfe unseres kleinen Schlüssels wieder auf die andere Seite. Und dann hoffen, dass wir da dann weiterkommen. Jetzt nochmal können wir in den Vasen hier nochmal gucken, ob da was droppt. Aber oh, sieht schon schlecht aus. Pfeile, yay! Habe ich nicht gebraucht. Weil ich Pfeile ja schon Maximum voll habe. Was steckt da mich in die Schuhe? Ja, klar, das sind die Pfeile. So ein komischer Nikolaus. Der mir genau das gibt, was ich nicht gebrauchen kann. Obwohl, vielleicht ist das auch so. Vielleicht muss das so sein. Ich weiß ja auch nicht. Yay, ein Herz. Ein Schädel. Blöd ist halt nur, dass wir jetzt halt wieder den ganzen Weg hier hochgehen müssen. Aber nun gut. Bevor wir jetzt hier hochgehen, mache ich eine kleine Autopause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Zelda Ocarina of Time. Und bis dahin. Viel Spaß und noch vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.